Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, den Thorsten. Ich will immer Let's Play sagen, Ich bin einfach mal sitzen geblieben heute, weil mich hat heute Morgen eigentlich noch ein ganz, ganz anderes Thema angehypt oder angesprochen, muss ich sagen, wo ich ja gestern so genölt habe, wir brauchen unbedingt Bücher und wir brauchen mehr Angebote, weil wir viel mehr reinpayen wollen. Ja, wir wollen das mittlerweile. Ich wollte mal auf die Angebote zu sprechen kommen, die es im Moment gibt. Sind die wirklich gut oder sind die eher mau? Wir gucken einfach mal rein. Ich habe heute Morgen wirklich alle Angebote eigentlich eingehend in den letzten drei Sätzen analysiert. Und bei manchen brauchen wir gar keinen Dreisatz, keine Frage. Das ganz rechte hier, das Boost Juice für mit zwei Pet Potions und zwei Super Potions, ist einfach der Brüller. Das ist das beste Angebot ever, weil ganz einfach, diese Potions bekommt ihr nirgendwo anders gekauft als hier im Shop. Und deswegen sind die 1,19 einfach unheimlich günstig, weil ich denke mal jetzt so, die sind so selten wie eine Universalrune. Also beide kann man ja nicht irgendwo erstehen. Weder die Pet Potion, zumindest habe ich es nicht gefunden. Wenn ihr anderer Meinung seid, aber ich habe es hier noch nicht gefunden. Eine Pet Potion weder mit Gems noch mit Raid Medals. Noch gibt es ja, das kommt ja auch noch dazu, vielleicht ist euch das aufgefallen. Also hier gibt es sie auch nicht für Raid Medaillen. Und deswegen ist das das allerbeste Angebot. Aber wo ist mir noch aufgefallen? Ja, bei den Clanspiel Rewards. Es ist nicht ein einziges neues Fläschchen dabei, oder doch? Ne, Research. Soweit wie ich das überblicken kann, gibt es hier keine einzige neue Pulle. Das heißt, oder doch? Doch, gibt es doch alle noch nicht. Trainingspotion? Nö, gibt es nicht. Nö, Super Potion. Ah doch, es gibt eine Super Potion. Okay, eine einzige. Eine. Okay, es gibt eine Super Potion. Ich korrigiere mich. Eine einzige Super Potion, aber halt keine Pet Potion. Und deswegen ist das Angebot, glaube ich, für 1,19 € in Ordnung. Würde ich sagen. Denn, ja, ich weiß gar nicht, da es ihn ja nicht zu kaufen gibt, ist 1,19 € für mich in Ordnung, weil der Preis ist eigentlich unermesslich. Darkstar ist auch nicht schlecht. Die Bilder-Potion kostet schon 280 Gems beim windigen Händler, so nenne ich ihn immer. Deswegen ist eigentlich schon die Bilder-Potion mit 2,49 € günstig, weil 500 Gems kosten schon 6 Euro, also 5,99 €. Und wenn wir die Hälfte des Preises nehmen, 3 Euro, hast du 250 Gems, deswegen nur mit der Bilder-Potion ist das eigentlich schon ein Top-Angebot, weil wir gucken mal, wie viel 30.000 Dunkles kosten würden, wenn man sich die wirklich kauft. Ich meine, wer das macht, der heißt Trimax. Also 1.320 kosten 37.000, ne? Deswegen sind wir so mit 1.200 sicherlich bei 30.000 oder so. Müsste man jetzt auch wieder heftigst umrechnen, aber das Angebot ist, damit finde ich, in Ordnung. Das nächste Angebot ist sowieso in Ordnung mit 7,99 €. Okay, die Trainingspotion sind jetzt nur 50 Gems. Die Schaufel kann man für 50 Gems verkaufen. Aber das Buch of Everything, das ist einfach unendlich viel Geld wert. Ja, hier könnten auch stehen 2.000 € und 99 €. Das wäre immer noch günstig, weil die gibt es wirklich ja nur entweder so ein bis zweimal, wenn überhaupt, im Jahr als Reward und ab und zu auch mal zu kaufen, wenn irgendwelche Festlichkeiten anstehen etc. Aber das erste Paket, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das erste Paket für 17,99 €, das war heute Morgen noch nicht so. Denn ich habe nicht umsonst darüber nachgedacht, das war heute Morgen nicht so. Ich schwöre, oder die Hitze macht mir ein bisschen zu schaffen, das war heute Morgen noch nicht so. Das ist jetzt erst heute Nachmittag so gekommen, wo ich anfange aufzunehmen, habe ich nämlich nochmal gedacht, ich gucke nochmal rein, nicht, dass ich den Leuten jetzt Scheiße erzähle. Doch, ich erzähle den Leuten jetzt Scheiße, weil heute Morgen gab es nämlich nur das Buch der Helden, die Rune und die beiden Resource Potions für 17,99 €. Und da habe ich gedacht, Leute, das ist ja kein Angebot. Ja, das ist ja überhaupt kein Angebot, weil zusammengerechnet wären das 2230 Gems, die wir hätten gehabt. Für 2500 Gems bekommst du, die kosten 23,99 €. Wenn wir jetzt mal einen schlauen Dreisatz nehmen, 23,99 € geteilt durch 2500, dann haben wir den Preis für ein Gem. Was da rauskommt, nehmen wir mal 2230, dann wissen wir, wie viel 2330 Gems wert sind, nämlich 21 € und ein paar kaputte. Ja, da habe ich gedacht, okay, das waren dann nur 3,49 €, glaube ich, gespart. Aber
gegenüber dem Paket jetzt 2500 Gems. Aber 3,49 Euro sind wie viel Gems? Etwas mehr als 250. Noch nicht mal. Weil 250 Gems kosten ja schon, ich sag's mal so, 3 Euro. Und 3,49 haben wir gespart. Aber von 2230 zu 2500 sind ja nur 270 Gems. Das heißt, wir hätten effektiv nur gespart 17 Cent. Und da habe ich auch gedacht, Supercell, wie kannst du glauben, dass sich die Leute dieses Angebot kaufen, wenn sie 17 Cent sparen? Ich fand das eine ungeheure Frechheit, das unter einem Angebot zu machen. Aber der könnte mich jetzt aufhängen oder killen oder was auch immer. Da war das Buch des Bounds noch nicht mit drin. Jetzt ist natürlich das Buch des Bounds mit drin. 925 Gems kommen nochmal drauf. Das heißt, 3155 Gems ist dieses Paket hier, glaube ich, wert. Und dann brauche ich jetzt keinen Dreisatz mehr, ne? Weil für 2500 Gems zahle ich schon 23,99. Das heißt also, das ist jetzt auch ein gutes Angebot. Alle Angebote finde ich gut. Ich werde mir auch zwei Stück davon kaufen, weil ich so ein Geizknochen bin. Natürlich das mit dem Heldenbuch und also für 4,99, klar, Heldenbuch, habe ich ja gesagt. Ich meine, das, die 7,99, ich habe noch einen Tag 18 Stunden Zeit, okay? Muss ich mal im Stream so einen Sammelbalken anmachen, weißt du? Da kannst du oben im Stream so sagen, Toto sammelt für ein Paket aus dem Supercell Shop. 7,99 €, mal gucken, ob wir das nicht zusammenkriegen für den armen Toto. Und deswegen sind eigentlich alle Angebote gut. Das für 4,99 € werde ich mir holen und auch das für 1,19 €. Aber das hier ganz, ganz vorne, Zero to Hero, das war heute noch nicht mit dem Baubuch heute Morgen. Könnt ihr mich aufhängen, könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, ja Toto, das war so. Ich bin mir ganz, ganz sicher, weil Zero to Hero hat nichts mit dem Book of Building zu tun. Ganz klar nicht. Und eigentlich auch nichts mit der Rune of Gold, weil mit Gold machst du keine Helden. Ja, da gehört eigentlich eine dunkle Rune rein. Dann wäre das Zero to Hero. Vermutlich hat Supercell jetzt einfach das Book of Building da reingepackt, um wenigstens irgendwie den Preis aufrecht zu erhalten. Aber mit Zero to Hero hat das im Moment nichts zu tun. Das seht ihr selber ein, ne? Für die Helden brauche ich kein Book of Building. Für die Helden brauche ich keine Rune auf Gold. Und für die Helden brauche ich auch keine Resource Potion. Okay, die drei Bohrer sei mal dahingestellt. Die boosten ja auch ein bisschen mit, aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so ultra viel. Ich wollte es nur mal für euch festgehalten haben, denn ich habe gedacht, das kann nicht sein, Toto. Das kann nicht sein, dass die uns das für 17,99 € verkaufen. Dabei sparen wir 17 Cent am Ende. Ihr müsst auf jeden Fall immer solche Rechnungen machen. Kann ich euch nur empfehlen, ansonsten hauen die euch übers Ohr. Gnadenlos, wenn ihr denkt, oh, geiles Angebot. Nee, aber mit Zero to Hero hat das hier leider nichts mehr zu tun, weil drei Sachen haben überhaupt nichts mit Helden zu tun und ein Heldenbuch. Okay. Ja, also, die haben den Namen dann gar nicht geändert. Ich bin mir wirklich sicher, Leute. Ich weiß, es ist warm. Ich weiß, es ist warm. Es wird jetzt gerade Waschküchenwetter, weil es regnet ein bisschen, aber die Wärme bleibt und ich bin mir aber sicher, dass es so war. Okay, lass uns kurz ablenken. Wir greifen einfach mal an hier. Lass uns ein bisschen von den Preisen ablenken. Und aber ich bin mir wirklich sicher, dass es so war, Leute. Ich schwöre. Wirklich. Auf was auch immer. Ich weiß es, dass es so war. 17 Cent, habe ich gedacht. Supercell, wolltest du uns wirklich so einen erzählen oder was? Ich konnte es echt nicht glauben. Aber okay, wir gehen hier rein. Mal gucken, wie weit wir so kommen mit so ein paar Ballons hier. Oh, da kommen wir nicht wirklich weit mit, ne? Weil da schießt nicht mal die Luftabwehr drauf, ne? Naja. Naja, macht nichts. Mal sehen, ob wir überhaupt irgendetwas rauskriegen hier. Mit den Kollegen hier, ja, so ein bisschen kriegen wir ja wenigstens raus. Okay, so eine kleine Seite kriegen wir raus. Ich würde ganz gerne das Dunkle mitnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich ganz gerne mitnehmen. Der Dunkle hier. Der Monolith ist auch schon ein bisschen angekratzt, aber wir müssen gleich auch wieder gegen Feger. Ewig muss ich gegen Feger. Ich muss dann sofort den Roll Champion mit reinnehmen, damit ich
irgendwie an den Feger komme, dass der weggeht, sonst gehen meine Drachen halt nicht aufs Dunkle und auch nicht auf die Mitte. Okay, da schießt der Monolith schon auf meine Queen. Alles klar, aber wir haben eigentlich ganz gut, glaube ich, die Flanke weggemacht. Wo geht er jetzt noch? Ach, Queen, okay. Ah ja, okay, die Queen. Die Queen ist jetzt ganz gut gegangen. Der steht auf so. Ich nehme den Royal Champion jetzt sofort mit rein. Muss ich einfach malen, Leute. Weil der kleine... Ja, jetzt ist er weg, der Feger. Okay, ach. Das nervt wirklich. Kann man eigentlich den Bauarbeiter da giften? Ja, ne, ich glaube, den Bauarbeiter kann man auch giften, ne? Das ist mir heute bei schon so vielen Angriffen passiert, dass ich dort, ja, das Dunkle haben wir ganz gut mitgenommen, 8K Dunkles, denn ich werde mir ja nachher das Heldenbuch auf jeden Fall holen. Das sind jetzt so ein paar Farmangriffe und ja, aber das ließ mir jetzt wirklich keine Ruhe, Leute, das mit den Angeboten. Jetzt nicht, weil ich der Ultra-Payer bin. Ihr seht ja, ich bin der Geiz noch und eigentlich nach wie vor vorm Herrn. Aber wenn es denn wirklich, wirklich gute Angebote sind, dann, also alles, was so unter 5 Euro, glaube ich, liegt, habe ich immer zugeschlagen. Das kriege ich immer wieder mit Dosen rein oder mit Flaschen sammeln oder was auch immer. Und aber alle anderen Sachen sind mir dann doch ein bisschen zu heavy, ein bisschen zu teuer. Das läppert sich dann ja auch. Ne? Ich meine, wenn, na, ihr müsst euch überlegen, angenommen, ich kaufe jetzt zweimal im Monat für 5 Euro die Angebote und noch für 1,19 Euro obendrauf, dann sind das schon mal 6,20 Euro, die ich da weggeballert habe, oder 6,18 Euro. Und dann noch die beiden Pässe, die ja auch teurer werden. Dann geht es auch mal ganz schnell ins Geld. Okay, den Adler haben wir auch noch bekommen. Oh, den haben wir auch null gefarmt hier. Das ist schön, vom Dunklen her. Das ist schön. Ich habe auch wieder ein paar Pokale gemacht, weil ich wollte wieder ein bisschen Richtung Farbe gehen. Ein bisschen Richtung Farbe gehen. Und dann kann ich auch nochmal anfordern direkt. Jups. Also, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben oder auch nicht. Ihr seid ja auch wirklich faule Kommentarschreiber. Alle, wie ihr da seid. Nein, stimmt nicht. Es ist auch... Man muss sich ja bewegen und jede Bewegung artet im Moment in Schweiß aus. Aber ich finde persönlich, alle Angebote hier sind in Ordnung. Könnt ihr zuschlagen, wenn ihr genug Knete habt oder wenn er vielleicht jetzt schon Urlaubsgeld bekommen hat oder was auch immer. Ich schlage gleich auch zu bei dem kleinen 1,19er und bei den für 4,99. Unter 5 Euro habe ich ja gesagt. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. twitch.tv/tutoclashed, habe ich gestern schon gesagt, würde mich super freuen, wenn wir uns mal in den Livestreams sehen oder auf meinen Discord, der Link ist auch unten in der Beschreibung, denn dort kündige ich auch mal an, dass ich mal außerhalb der Reihe live komme oder halt auch manchmal, so wie Montag, weil ich so Kopfschmerzen hatte, nicht, aber dennoch bleibt bei mir am Ball, würde mich sehr, sehr freuen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, euer Toto, Clashed.